Servus, grüezi und hallo und recht herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge auf unserer Map Neubertelshagen Reloaded. Folge Nummer 17 und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, während ich hier nämlich zum ersten Mal unser neues Feld, auf dem wir Jarabs angesät haben, mit der Spritze bearbeite. Wir müssen hier das Unkraut entfernen. Und hier drüben auf dem Grasfeld, da wird auch kräftig gearbeitet. Ihr seht da eben unseren Mäher, der ist unterwegs und mäht das Feld. Und wir werden dann mit dem Fendt hier das Gras einsammeln, die Grasschwart, und anschließend in unser Fermentersilo bringen, um Silage zu produzieren. Okay, so die Bahn werde ich noch hier manuell fahren. Und dann schicken wir den Kollegen auf die Reise, weil dann haben wir ein Vorgewende hier auf diesem Feld. Und was auch natürlich jetzt mittlerweile passiert ist, das zeige ich euch dann auch gleich, ist nämlich, wir hatten ja hier eine Umweltbewertung auf diesem Feld von irgendwie um die 64, 65 und jetzt durch den Einsatz dieser Spritze mit Spot Spray Technologie, was eben im Precision Farming ja jetzt möglich ist, ist gleich der Wert richtig nach oben geschnellt, 30 Gummipunkte extra und jetzt haben wir einen Wert von über 90 und damit bekommen wir natürlich jetzt auch einen ziemlichen Ertragsbonus bzw. eine höhere Auszahlung, wenn wir unsere Erträge bzw. unsere Produkte verkaufen. So, schauen wir mal ganz kurz auf die entsprechende Anzeige. Precision Farming, gehen hier rüber auf unser Feld und da seht ihr, hier unten hatten wir sowieso schon 98. Hier ist mittlerweile der Wert auch hochgesprungen auf 93 und eben wegen der Unkrautbekämpfung auf die volle Punktzahl von 30, weil wir mit Spot Spraying hier arbeiten. So, Stickstoff muss noch ein bisschen verbessert werden, liegt auch daran, weil wir ja nicht das ganze Feld, sondern weil wir es ja unterteilt haben mit einem kleinen Streifen, vermute ich mal. Und bei Bodenbearbeitung ist auch noch ein bisschen Luft, aber ihr seht es, wir sind mittlerweile hier bei einem Verkaufspreis von plus 14% und das wird sich natürlich dann bei uns im Januar und im Februar bzw. im Winter generell dann bemerkbar machen, wenn wir eben unsere Früchte verkaufen werden, zum Beispiel den Mais und natürlich unsere Produkte wie Mehl, Sonnenblumenöl und so weiter. So, hier haben wir also den Fendt mit dem Ladewagen und da werden wir jetzt hier anfangen oder weitermachen beim Einsammeln des Grases. Und die Silage kommt dann anschließend in unsere BGA und da wirft die richtig auch Erträge ab. So, mittlerweile sind wir wieder bei über 100.000 im Plus. Was aber eben auch daran liegt, beziehungsweise was wir ja auch natürlich brauchen, weil wir ja noch über 250.000 Schulden auf der Bank haben für die Gerätschaften, die wir gekauft haben, nämlich zum Beispiel unseren Drescher. So, Pöttinger Ladewagen, der hat glaube ich knapp um die 38.000 Liter und wir haben auch Siliermittel mit am Start. Und bei den Feldern mittlerweile, bei dieser Größe der Grasfelder, ist fast zu überlegen, ob wir dann die nächste Investition machen in eine Nummer größer, in einen Ladewagen, der über 50.000 schafft. Aber schauen wir mal, so, wie sich die Sache hier noch entwickelt. So, der Kollege mit dem Mähwerk ist soweit fertig. Und wieder ablassen. So, schauen wir mal links raus. Da müssten wir ja unseren Sprayer irgendwo sehen, da das Feld da drüben bearbeitet. Ja. So, das Gras werden wir drauf lassen und schauen, dass wir dann im Sommer nochmal einen Schnitt machen können. Und dann bin ich stark am Überlegen, ob wir hier dann anschließend, ich glaube April, März, April ist Sähzeit für Sonnenblumen. Weil wir haben eine schöne Einzelkorn-Sämaschine, eine große, mit 12 Meter Arbeitsbreite. Und ja, die wollen wir hier nicht ganz für umsonst angeschafft haben. So, da drüben ist er. Unser Lintrack mit dem Sprayer.
So, 81. Dann machen wir noch ein Stückchen. Okay. Dann gehen wir hier in diese Bahn noch. Und sammeln noch 13% ein. Okay. So, der Ladewagen ist voll und wir bringen das Ganze zu unserem Silo. Ja, was mir immer wieder gefällt, wenn man hier lang fährt, unsere Mühle, die sich da so schön dreht und eben auch die Option hat, eben nicht nur Mehl, sondern eben auch Sonnenblumen, Oliven und hier geht es um Raps zu Öl zu verarbeiten. Ist natürlich auch eine feine Sache. So. Und zu unserem Silo. So, die Druckluft hört man sehr schön. Und wir laden aus. Und während das passiert, gehen wir mal ganz kurz zu unserem Charlie und schauen mal, wo er sich rumspringt, wo er sich rumtreibt. Das werden wir gleich sehen, wenn wir ihm nämlich was zu futtern geben. So, sein Fressnapf haben wir voll gemacht. So, wo kommt er denn angerannt? Wo treibt er sich rum? Charlie! Ah, sehr schön. Braver Hund. Ja, auch wenn das immer ein bisschen wie ein Zeitlupe aussieht. Lecker, 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 lecker. So, gehen wir wieder zu unserem Fendt. Die Arbeit ruft und macht sich nicht von alleine. Auf geht's. So, jetzt fahren wir mal links um das Feld rum. Ja, das dürfte eigentlich auch noch mal erntereif werden. Schauen wir mal, ob wir im nächsten Monat hier auch noch mal mähen können. So, was ich hier noch vorhabe, ist dann bei Gelegenheit hier diese Büsche hier zu entfernen. Und dann werden wir hier nämlich diesen Weg, diesen Stich nach oben durchführen oder durchverlängern, damit wir dann auch einen schönen kürzeren Weg haben, um zu den entsprechenden Verkaufspunkten zu kommen. Weil ich glaube, da oben ist irgendwo der Bauernmarkt oder sowas ähnliches. Man sieht es hier links so ein bisschen durch die Bäume. Einer der Verkaufspunkte, die wir mit Sicherheit dann benötigen. Und dann können wir hier links einen schönen Weg basteln, uns erstellen und dadurch eben auch ein bisschen abkürzen. So, sehr schön. Ja, das gefällt mir immer, wenn auf allen Feldern irgendwo was los ist und wenn die Maschinen unterwegs sind und arbeiten. Feine Sache. Gut. So, ihn hier werden wir jetzt mal gleich kurz zur Seite stellen. So. Hochklappen, einklappen. Ja, und dann werden wir hier also einen Weg ziehen. Und dann kommen wir da auch viel besser dann auf die Straße. Okay. So. Lassen wir jetzt erstmal hier stehen. So, und machen hier erstmal weiter. Und dann schauen wir mal ganz kurz, wie weit der Kollege hier drüben ist. Also zwei Bahnen, diese Bahn und noch eine wird er noch fahren müssen. Und dann schauen wir uns das Ganze mal hier an. Unkraut. Ja, das passt. Das hier drüben ist die Zwischenspur, die braucht uns nicht zu interessieren. Aber das hier passt. Und auch hier haben wir bereits alles Unkraut bekämpft auf diesen zwei Feldern. Somit haben wir dann unsere Arbeit für
dieses Jahr, was diese Themen angeht, erledigt. Ja, aus der Innenperspektive fährt sich sowas eigentlich immer am besten. Hat man so ein bisschen so ein Kimme-Korn-Prinzip. Kann man immer sehr schön auf der Spur bleiben. So, 80%. Ja, schauen wir mal, ob wir die Bahn hier noch schaffen. Fast. Okay. So, wieder zurück zum Hof. Aber ich habe es schon in der letzten Folge gesagt und will noch mal ganz kurz schauen. Also wie gesagt, seit der neuen Precision Farming Update ist eines der Update-Elemente, dass jetzt eben auch die Grasfelder hier nicht mehr mit 200 Kilogramm gedüngt werden müssen, sondern dass die jetzt einen Stickstoffgehalt von 65 als ideal, als perfekt haben. Und das hilft uns natürlich dann auch, vor allen Dingen, wenn wir dann darüber gehen wieder auf das bereits angelegte hier. So, das sieht man, also das ist abgeerntet. Hier haben wir noch einen Stickstoffgehalt teilweise von 10 Kilo, 5 Kilo, 0 Kilo. Aber wir müssen eben nur maximal 65 aufbringen. Und das hilft uns natürlich bei der Kostenreduktion, was den Düngemittel angeht. Okay. Ja, man hört schon auch, der hier jetzt mit über 300 PS hat ganz schön zu ziehen hier mit dem Ladewagen. So. So, sehen wir irgendwo Charlie. Ach, da oben springt er rum. Gut, und während wir hier jetzt diesen Ladewagen ausladen, diese Fuhre, werde ich dann danach hier dann noch das restliche Material einfahren. Ich, der Baden-Farmer, sage jetzt erstmal recht schönen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dieser Folge. Ich sage Tschüss, Ciao, Cheerio.